Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Together Space Engineers gestrandet im Weltall. Und vor mir in Pink der Brutzler. Grüß dich. Ja, willkommen auch von mir. Ich dachte, er nennt jetzt wenigstens meinen Namen, um mich nett vorzustellen. Mittlerweile solltet ihr uns aber auch schon kennen. Ich bin der Brutzler. Der Shadow ist auch wieder mit dabei im zarten, kleinen, schwarzen. Und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, was wir gerade machen. Der Shadow hat mich netterweise mit einem kleinen Business-Shipment überrascht. Ohne dass ich es mitgekriegt habe. Ja, falls es bei dir nicht ankam, ich habe dich erwähnt. Wenn du meine Folge siehst, dann wirst du es sehen. Verdammt, da war das Internet wieder weg. Dieses Internet, ich lösche es regelmäßig und schade. Wahrscheinlich habe ich dir jetzt voll deine Begrüßung reingequatscht und habe es noch nicht mal mitgekriegt. Nee, hast du nicht. Ich habe ungefähr 4 Sekunden gewartet, dass du Hallo sagst. Ja, das ist doch... 4 Sekunden ist eine gute Zeit, glaube ich. Ja. Also, wir brauchen Motoren, Computer, große Rohre. Und ich mache hier weiter das Schiff kaputt. Tu das. Ich habe in der letzten Folge noch angefangen, die Sachen herzustellen. Jetzt werde ich mal gucken, ob der, ob die Produktion schon so weit fortgeschritten ist, dass wir da was mit Terminal an keinem Schiff angeschlossen. So, jetzt. Wir haben Motor. Computer brauchen wir wie viele? Machst du mal ein paar hundert. Alles, was du über hast, kannst du ja dann in den großen Container hier mit reinschmeißen. Ja gut, ich, ja. So, warte mal. Ich wollte ja prinzipiell hier hinten noch Assembler sitzen. Dazu muss ich aber hier, glaube ich, nochmal schnell die Line hier vervollständigen. Oh nein! Hast du ein Stahl... Ein Stahlrohr werden wir wohl da in dem Frachtcontainer haben, oder? In dem Container ist alles Mögliche. Läuft. Weil das ist genau das, was mir jetzt noch fehlt, um die zweite Raffinerie fertigzustellen. So, die sind beide fertig. Der Frachtcontainer ist fertig. So, ich schweiß hier hinten mal schnell ein bisschen weiter und dann setze ich mal noch schnell 2 Assembler oder machen wir lieber 4 Assembler, damit die Produktion auch wirklich vorangeht. Ja, Leute, ne? Also ich wäre fast sogar demnächst für einen Schwerkraftgenerator, weil das irgendwie angenehm ist, auf so einer Station rumzulaufen. Ich kann dir ehrlich sagen. Dafür benötigen wir erstmal einen Generator und ich sag mal, Alter, die Raffinerien connecten sogar richtig. Schau dir das mal an. Ich bin unterwegs, oder? Ja, stimmt. Zu einmal großen, ne? Ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist ja krass. So, Reaktor. Nehmen wir einen großen? Ja, würde ich machen und den würde ich vielleicht unter die Station setzen. Jo. Dann begebe ich mich mal unter die Station und setze den dahin. So, ich glaube, die mache ich. So ist richtig rum. Ach, hat der vorne und hinten Anschluss? 1000 Stahlplatten. So, dann muss ich mir das mal schnell von der anderen Seite hier angucken. Ah, okay. So, jetzt haben wir da mal 4 Stück. So, ja, da brauchen wir auch einiges an Material. Ich zerflexe derweil mal weiter. Ja, mal, das kannst du am besten. Mach das doch einfach. Das ist dekonstruktiv, mein Freund. Dekonstrukt, das ist die neue, moderne Art. Um einfach irgendwas kaputt zu machen. Ja, auf jeden. So, ich... So. Für den großen Reaktor, glaube ich, brauchst du... Wie viel? 1000 Reaktorkomponenten? Warte mal. Ich kann dir sagen, wir brauchen 70 Herstellungskomponenten. 40 Metallgerüst, 2000 Reaktorkomponenten. 2000 waren es, ja. Also ordentlich. Ordentlich. Eine Menge Stahlplatten und jede Menge Cojones. Da wäre es dann zu überlegen, wenn wir dann unsere Produktion hier soweit fertig haben, dass der hier produzieren kann, ob wir uns ein Schweißraumschiff bauen. Für den großen Reaktor? Nein, für allgemeine Arbeiten. Ich wollte gerade sagen, ja, weil der große Reaktor, der ist jetzt recht schnell gebaut, wenn ich erstmal die 2000 Reaktorkomponenten habe.
Naja, und wenn der Reaktor nicht da ist, dann... Oh, Licht aus. Wenn der Reaktor nicht da ist, dann produziert unsere Fabrik hier auch nichts. Ist wieder mal so konkret richtig. Ich bin ja ein Fan von solchen Sachen, ne? Ist bekannt. Von Dingens? Ja, so von Logik und so. Ey, voll krank. Also ich hab's ja nicht so mit der Logik. Das werden die Leute jetzt auch schon gemerkt haben in ein, zwei Folgen, die wir schon gemacht haben zusammen. Ich halte nichts von Logik, das hat keine Zukunft. Genau, das ist dieses Internet, das ist völlig überbewertet. Also, hat keine Zukunft. Nee, das hat... Nee, voll nicht. Also... Alter, da machst du eine Solarzelle weg und schon hast du über 2000 Liter in deinem Rucksack drin. Krass. Ich hau mal 2000 Reaktorkomponenten rein. Jo. Dauert ein bisschen. Material haben wir genug? Ich guck grad mal. Ich glaube, wir werden ein Problem mit Silberbarren kriegen. Mit Silber? Na okay, Silber ist jetzt weniger das Problem. Ja, ich glaube, uns reicht die Hälfte Silber nicht aus. Das ist das Ding. Möchtest du abbauen oder soll ich? Du stellst mir mal Fragen. Das ist echt unfair. Wieso? Weil wenn du sagst, ich soll abbauen, dann zerfleckst du langsam das Schiff so Stück für Stück weiter. Big Mama fliegen oder... Ich möchte auch mal flexen. Geh du mal abbauen. Okay. Guckst halt, dass irgendwie nichts davon treibt. Ja, natürlich. Immer schön von außen nach innen. Von außen nach innen. Keine tragenden Teile. Genau, wie beim Käfer. Käfer? Ja, der Käfer. Das Auto oder das Tier? Das Auto. Jetzt musst du aber näher erläutern, was du mir damit sagen willst. Also... Da ist, ich glaube, die Zelle war es ein tragendes Teil gewesen. Oder war es die Scheibe? Ich glaube, die Scheibe war es. Scheibe ist ein tragendes Teil? Ja, ich glaube sogar bei den neuen. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Bei dem neuen Auto ist, glaube ich, die Scheibe auch ein tragendes Teil. Oder war es nur beim Käfer so? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Da müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Alter, ist das krank. Engineers, ich sag's dir, Shadow, Engineers. Das sind ganz, ganz verrückte Leute. Ja. Von außen nach innen, haben wir gesagt. Jetzt hätte ich beinahe von innen nach außen geflext. Das wäre schlecht, da hättest du nämlich hinterher fliegen müssen. Ja, oh wie, verdammt, ich bin voll. Kriegen wir alles hin. Da ist ein Private Sale, 8000 Meter von hier. Ist das kaperbar oder ist das gefährlich? Private Sale ist kaperbar. Hat keine Waffen. Also zumindest war so, als ich zuletzt gespielt habe. Was ja auch schon ein paar Monate her ist, weil du uns ja wegen deiner Auslandsreise verlassen hast. Aber ich habe trotzdem weitergespielt. Echt? Hast du? Ja. Krasser Scheiß. Bekommt man das auch mit bei YouTube? Lädst du das auf deinem Kanal hoch oder ist das eher für... Nee, das war nur für mich hier so, dass das Ganze herumprobiere war das. So von wegen, wie kann ich Bombenschächte bauen, wie kann ich... Quasi so Weiterbildung wollte ich einwerfen. Genau. Ingenieursbildung. Richtig, und er hat gerade Bombenschächte erwähnt und ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir für Schweinereien geplant haben. Ich glaube, das haben wir im zweiten Video angesagt. Haben wir das angesagt? Ja. Hast du angesagt. Aber trotzdem können sie es sich nicht vorstellen. Wenn du es ihnen nur oft genug sagst, den Leuten da draußen, dann glauben sie es dir. Richtig. Winter ist nicht kalt. Sag das ein paar Mal. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Oh, so. Halt. Also ich habe jetzt 26.000 Silber gefarmt. Das sollte erstmal reichen. Halt, ich bin schon wieder voll. Das geht aber auch immer schnell hier. Ja. So. Jo. Klick, 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 klick und klick, klick, klick. So. Schön, 10.000 Silber, naja. Das sieht aus wie ein Erste-Hilfe-Kasten, der durch den Weltraum schwebt. Was, bist du mein Private Sale? Nein.
ich baue hier gerade noch dein Schiff ab. Also wir können uns das gerne holen, aber ich sehe es auch gerade nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Oh, haben wir wieder verpasst. Egal. Okay, das nächste, was nicht Military ist, das holen wir uns sofort. Wir könnten uns dafür kleine Kaperschiffe bauen. Das könnten wir machen. Quasi nur ein Triebwerk mit einem Sitz. Und wird schwer, das zu navigieren mit einem Triebwerk, oder? Wieso, ist halt dann ein bisschen fürs Gegensteuern schlecht, aber naja, es kriegt man hin, kriegt man hin. Ich brauche gerade mal Energie, weil ich bin schon wieder bei 3, irgendwas Prozent. So, jetzt werden deine Dinger weiter produziert. Deine Komponenten. Dinger weiter. Dinger. Dieses Dingens. Also es ist echt ein Universalwort, dieses Dingens. Hast du den Reaktor schon? Oh, ich bin genau am Reaktor. Guck mal, der Reaktor hat zufällig 2000 Komponenten. Du bist bei mir nur ganz abgehackt. Hast du das absichtlich gemacht? Nee. Dann kommst du wirklich abgehackt bei mir an. Also zumindest gerade. Ich habe gesagt, der Reaktor von dem Schiff, der hat zufällig 2000 Komponenten an Bord. Boah, starkes Gerät, ey. Deshalb warum macht er jetzt schon wieder nichts? Eins. Warum nimmt er das? Ah, okay. Ich habe gerade Fettleck, glaube ich. Also bei mir fehlen noch ungefähr 1000 irgendwas Reaktorkomponenten. Ehrlich? Guck mal jetzt. Ja, jetzt sind es immer noch 753. Man sieht, es gibt schon wieder so Dinger. Der Shadow hat schon wieder Spaß, sich über mich lustig zu machen. Was, wieso? War, ich dachte, du hast sie an Mann gehabt. Ich habe 2000 Reaktorkomponenten bei unserem gelben Schiff in Auftrag gegeben. Ich weiß, macht ja nichts. Ja gut, hast du recht. Falls wir da mehrere Reaktoren brauchen, weißt du? Ja. Ich meine, das ist ja jetzt erstmal so, ja, nennen wir es Vorabbasis. Ja, das trifft es ganz gut. Der Todesstern kommt dann noch. Todesstern. Halt, Uran! Wie fährt er denn an Bord? Bitte? Alter, weißt du, wie viel Uran ich jetzt gerade aus dem Schiff geklaut habe? Nein, aber du wirst es mir gleich sagen und ich hoffe auf eine sehr hohe Zahl. 46 Kilo. Leck mich fett. So, 46,05. Das, obwohl das Ding Solarpaneele hatte. Naja, Solarpanels also ist ja dann eher so Worst Case, wenn mal irgendwas ausfällt. Ja, aber was lernen wir daraus? Scheiß auf regenerative Rohstoffe. Naja, ich sag mal so, wenn du hier, na sagen wir mal so 20 Solarpanels nimmst und dann auch ein paar Batterien hinhaust, so 20, 30 Stück, dann kannst du schon eine Station betreiben, ne? Oder man sammelt einfach 20 Kilo Uran und alles wird gut. Ja, das durchaus. Und ich meine, wen stören im Weltall schon Abgase? Eben. Huch. Herstellungskomponenten. Ging da rum, ne? Ja. Interne Panzerung ist da rumgeflogen. Ja, alles aufheben. Easy. Cockpit kann ich abbauen oder noch nicht? Du kannst komplett alles abbauen. Ja, noch nicht. Ach so, okay. So, was brauche ich jetzt? Kleine Rohre und Stahlplatten. So, haben wir hier kleine Stahlrohre? Jo. Und noch ein paar Platten. So, die Assembler sind jetzt dann auch bald fertig. Motoren.
Anzeigen und Computer. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich habe irgendwie so einen leichten philosophischen Moment gehabt, nenne ich das. Was ist denn ein... Anzeigen und Computer, habe ich gesagt. Was ist denn ein philosophischer Moment? Ich habe gesabbert und war gerade voll weg. Ja, was soll ich sagen? Ich war gerade voll fixiert und ich glaube, mir stand der Mund offen und gesammelt habe ich gerade noch nicht, aber es war kurz davor, würde ich sagen. Ich habe vergessen zu schlucken. Ja, gerade so, dass ich das Atmen nicht vergesse, weißt? So, ich brauche mehr Anzeigen und Computer. Oh, was haben wir da noch Schönes? Bevor du es vergisst. So, das Ding muss auch irgendwo Frachtcontainer haben. Cargo-Container, hier. Zugriff Kleiner, verweigert. Du stehst auch an einem, oder? Ja. So, ich bin mal gespannt, was da jetzt alles rauspurzelt. Her damit. Oh. Her damit. Oh, wait, ein Assembler. Ich nehme mich zu. Oh, jede Menge Schweißgeräte. Ah, toll. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Ja, was willst du mit den Schweißgeräten? Egal. Hauptsache, haben ist besser als brauchen. Ja, ich habe eins und brauche deshalb keins. Oh, apropos, ich bin bei 5000 Kilo. Ich glaube, ich sollte mal mein Zeug entladen. Hä? Jetzt habe ich die Orientierung. Wenn ich dieses blöde Orientierungsproblem nicht mehr habe, das wollte ich gerade sagen. Klick. So, ich brauche noch mehr Stuff. So. Cargo-Container. Raketen? Sehr was? Geil. Was? Ja, Raketen halt, ne? Oh, ich bin... Nein, ich bin nicht voll, ich bin kritisch. Oh. Was ist da jetzt? Jetzt hat mein Spiel sich gerade minimiert. What? Ja, jetzt haben die Leute meine Taskleiste gesehen, quasi. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. So, pass auf deine Energie auf, nur so als Tipp. 19,6, danke, aber trotzdem. So, ich sitze gerade im Big Mama drin. Sekunde, ich muss, bin gleich wieder weg. Ich sitze gerade im Big Mama drin. Ja, die hat genug Platz für alle. Nee, ist ein Einsitzer. Noch. Du hast mir den Triebwerk nach hinten versprochen. Vergiss das nicht. Wie könnte ich? Wie könnte ich? Dieses eine Triebwerk, was ich dir zugesprochen habe. Basis? Hier. Tü. Und ab an die hellste Station. So, jetzt haben wir dann zumindest schon mal das Ding mit demontiert. Da könnten wir mal gucken, ob er vielleicht auch irgendwie ein Demontageraumschiff beziehungsweise so ein Montage-Demontage-Raumschiff, so eine... Alter, was ist denn hier los? Falls du mal deinen Bohrer verlieren solltest, ich habe jetzt, glaube ich, 4 Stück aufgenommen oder so. Ja, ich habe die Schweißdinger, habe ich auch einen Orbit gejagt. Assi. So, was haben wir denn hier? Reaktorkomponenten, so. Triebwerk... So, raus da. Nee, falsche Richtung. Da. Lieber Shadow, ich möchte dich darauf hinweisen, erstens, dass wir leider wahrscheinlich schon wieder am Ende einer Folge angekommen sind, ungefähr. Noch nicht ganz. Und dass ich schon wieder zwei rote Dinger, ich kann dir nur noch nicht sagen, was genau, auf meinem Bildschirm hab. Das ist ein... Man eventuell kapern könnte. Nee, weil es militärisch ist.
Echt? Ja. Beide? Das eine ist Military Mine Layer und das andere ist die Antenne davon. Ach so, okay. So, wollen wir die Assembler noch schnell fertigstellen? Na, aber sicher das. Was brauchen wir denn da noch? Computer und Anzeigen. Platten, Anzeige. Ah. Ja, dann hole ich doch mal ein paar Computer und dann haben wir da nicht welche in unserem... Ich habe gerade alles rausgenommen. Stark. Okay, es fehlen ungefähr 30 Computer. Ich fliege schnell in die Basis und hole ein paar Computer. Reichen die 486er, die wir noch übrig haben? DX2? CC, so verstanden? Computer. Haben wir nicht. Sind aus. Bitte was? Nee, für Spaß. Wie viel brauchst du? Warte, das sind ungefähr 30. 23 sind's genau. Okay, ich habe die Chance gehabt, 91 einzutippen und habe 23 eingetippt und krieg trotzdem 91. Also der Computer weiß besser, was ich möchte. Und ich werde ihm da auch nicht widersprechen. Kaboom! Na wunderbar, dann würde ich sagen, hier mit einem Blick auf unsere kleine Fabrikationsanlage kann man sie verabschieden, weil wir haben jetzt die Raffinerien, die Assembler, jetzt wird das alles noch ein bisschen miteinander verbunden, da kommt noch eine Undocking Station und ja, dann ist die Fabrikationsanlage schon mal soweit safe, ne? Würde ich auch, läuft jetzt, wir haben einen großen Frachtcontainer, der Reaktor sitzt unten drunter. Ja, hat die jede Menge Energie. Ja, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann Vollgas weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Zusehen, fürs Kommentieren, hoffe ich. Und bedanke mich auch hier beim Kollegen Brutzer, dass er immer so fleißig mitmacht. Und ja, bis zur nächsten Folge denn. Tschüssi! Ich sage auch Wiedersehen. Danke dir auch, Shadow, für das Mitspielen, mir mit der Geduld, die du für mich aufbringst. Und hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Und schaltet doch die nächste Folge ein bei Let's Play Together Space Engineers gestrandet im Weltall. Tüdelü!